Kann ich anfangen? Ok, nós estamos agora E Martin? começando a transmissão do mais um dia aqui do Colóquio Schopenhauer. E hoje nós vamos começar com a palestra do professor Yoshiro Takahashi, que vai ser apresentado pelo Oswaldo Giacoia. Oswaldo, por favor. Morgen. Es ist mir eine große Ehre und auch eine Freude, Ihnen Professor Dr. Yoshihiro Takahashi vorzustellen. Professor Takahashi ist Professor für Philosophie am Institut für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität von Nihon in Japan. Hoffentlich spreche ich richtig aus. Nihon University. Professor Takahashi hat sehr viele Aufsätze und Publikationen auf dem Gebiet der Philosophie, der Geschichte der Philosophie, besonders über Schopenhauer, hat ein Buch betitelt Die Bedeutung der Widersprüche in Schopenhauers Philosophie, ein anderes Buch, 5 Studien über Schönheit und Aufsätze in Schopenhauers Jahrbuch. Er interessiert sich für Kunst, für Musik, für Umweltphilosophie, im Allgemeinen für Humanwissenschaften und Geschichte der Ideen. Es ist, wie gesagt, eine große Freude, Professor Takahashi bei uns zu haben. Und ich übergebe ihm rasch das Wort. Zuerst möchte ich auch diese Präsentation auf Portugiesisch machen. Com muito prazer que eu apresento a vocês o professor Yoshihiro Takahashi, da Universidade de Nihon, no Japão. Ele é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais daquela universidade. Os seus campos de pesquisa são a estética, a história da arte, música e filosofia ambiental. Ele se interessa especialmente por história das ideias, por humanidades e ciências sociais. Tem inúmeras publicações nesse campo de pesquisas, das quais eu menciono o livro O Significado das Contradições no Pensamento de Schopenhauer, Filosofia como Arte, depois 5 estudos sobre a beleza e vários trabalhos publicados no Schopenhauer Yearbook. Sie haben dann das Wort, Dr. Takahashi. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ah. Vielen Dank, Herr Professor Giacoia, und die Vorstellung. Am Anfang möchte ich für diesmalige Einladung Dank sagen, besonders Frau Professor Maria Lucia Caciola, Herrn Professor Oswaldo Giacoia, Herrn Professor Eduardo Brandeo und Herrn Professor Flammarion Cardella Ramos und die Sekretariat dieses internationalen Kolloquiums. Ich fühle sehr, sehr große Ehre dafür. Mein diesmaliger Vortrag thematisiert eine Auseinandersetzung oder Kontroverse um den Begriff Avidya, den buddhistischen Irrtum in der modernen Japan. Deshalb ist es Lokales und Historisches nicht so viel Philosophisches. Auf Deutsch möchte ich meinen Vortrag vorlesen. Ne? Gut. Kleinen Moment, ich bereite vor ein bisschen. Kleinen Moment.
Können Sie meine Screen sehen? Meine Vortragspapier können Sie sehen? Gucken? Herr Jacoya. Ich habe zwei Bilder auf meinem Schirm. Okay, das ist richtig. Ja, ja. Ein bisschen klein für mich. Gut. Ach so, ein bisschen klein. Können Sie mich ein bisschen größer machen? Vergrößern ein bisschen. Gut. Die Buchstaben sind so klein. Einleitung. Die japanischen Geisteswissenschaftler nach der Zeit der Abschließungspolitik standen vor mehreren gemeinsamen Aufgaben. Eine von ihnen war, die japanischen bzw. asiatischen traditionellen Gedanken, Art und Kulturen, Phänomenen mit den Terminologien der abendländischen Geisteswissenschaft darzustellen. Auch in der Forschung über den Buddhismus findet sich diese Tendenz, und zwar besonders in der Meiji-Taisho-Periode. Das wird ein besonderer Umstand des japanischen Buddhismus genommen. Ursprünglich handelte es sich beim traditionellen japanischen Buddhismus um eine über China und Korea eingeführte Religion, die ihren Ursprung bekannterweise in Indien hat. In der genannten Periode ging es den japanischen Buddhologen vor allem darum, die indischen Quellen des Buddhismus direkt zu untersuchen. Die dazu benötigten wissenschaftlichen Methoden muss man sich zuerst vom besten von seiner philologischen und historischen Methodik aneignen. Die Buddhologie im modernen Japan entwickelte sich aufgrund dieser zwei Bedürfnisse, das heißt dem terminologischen und dem methodologischen Bedürfnis. In diesem Vortrag behandle ich hauptsächlich die Aufeinandersetzung Kontroverse um die Interpretationen der sogenannten zwölfgliedrigen Formel, Juni Engi, im Buddhismus, besonders des Begriffs des Irrtums, Sanskrit gesagt, Avidya, in dieser Periode. Anmerkung, zweite Anmerkung, bitte sehr, bitte sehen. Die zwölf gliedrigen Formeln heißt die Lehre von der Kette des Leidens, von 1. bis 12. Ja. Die Stichwörter in meinem Vortrag sind Avidya und Tanha und die Lehre von der zwölf gliedrigen Formeln, die Lehre von der vier Wahrheit. Diese Auseinandersetzung begann mit einer von der Schopenhauerischen Philosophie geprägten Avidya-Interpretation. Im Vortrag versuche ich, den Verlauf dieser Auseinandersetzung zu skizzieren, dann ihre Bedeutung und die Rolle Masaharu Anesaki als Übersetzer des Hauptwerks Schopenhauers zu erörtern. Erstens die Auseinandersetzung. Im Jahre 1921 wurde die Schrift Der Gedanke des frühen Buddhismus, den Taiken Kimura, damaliger Professor der Kaiserlichen Universität Tokio, veröffentlicht. Um die Inhalte dieser Schrift, besonders die Lehre von der zwölfgliedrigen Formel, begann sofort eine wichtige Auseinandersetzung. Außer Kimura waren daran Chizen Akanuma, Hakuju Ui und Tetsuro Watsuji beteiligt, wobei Kimura meist gegen Ui und Watsuji stand. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, diese Auseinandersetzung kam durch den Tod Kimuras im Jahre 1930 abrupt zu einem Ende und die Interpretation von Ui und Watsuji setzte sich durch, wobei aber über die Richtigkeit, wie ich meine, Zweifel angebracht sind.
die 12-gliedrige Formelinterpretation Kimura's. Kimura kommentiert den Begriff des Irrtums in der obigen Schrift wie folgt. Zitat. Was der Irrtum, Avidya, ist, heißt, kurz gesagt, das Nichtwissen ohne Anfang. Aber vom Aspekt der Lebenstheorie aus betrachtet, muss man für etwas gehalten werden, was die Bedeutung des Wollens und Führens hat. Das heißt, der Irrtum soll in der Terminologie Schopenhauers gesagt als der Wille zum Leben, und zwar der blind bzw. Ursprüngliche Wille gesehen werden. Nach der 12-gliedrigen Formel wird der Irrtum als Tat, das heißt der Grund des Willens gesehen. Während dem wird der Irrtum in der 12-gliedrigen Formel als die Begierde, das heißt Tanha, nach der Lehre von der vier Wahrheit begriffen. Daher kann man wahrscheinlich annehmen, dass der Irrtum und die Begierde, Tanha, eine gemeinsame Bedeutung haben. Guck mal bitte, Anmerkung 3. Die Lehre von vier Wahrheiten ist die Zusammenhang der 12-gliedrigen Formel und die praktische Methode. Die Lehre von Leiden, Entstehung des Leidens und Vernichtung des Leidens und Wege zur Vernichtung des Leidens. In der obigen Interpretation Kimuras, der Identifizierung des Irrtums in der 12-gliedrigen Formel mit der Begierde in der Lehre von der vier Wahrheiten oder der Identifizierung des Avidya in dem blinden Willen zum Leben, ist eine lebensphilosophische Neigung vom Verständnis der 12-gliedrigen Formel zu beachten. Kimura betrachtet in der oben genannten Schrift die buddhistische 12-gliedrige Formel unter drei Aspekten, denen der Tatsachen, des Lebensprinzips und der Zeit. Der erste Standpunkt hat der phänomenalistische Aspekt auf die 12-gliedrige Formel, wo die gegenseitige Abhängigkeit, die Kausalität, wirklichen Leben von der Aspekte der gegebenen Tatsachen betrachtet wird. Unter diesem Aspekt wird die 12-gliedrige Formel als Reihe von Alter und Tod zu Irrtum gewusst. Von 12. Zu 1. Ne? Von 12-gliedrigen Formel. Der zweite Standpunkt hat den lebenstheoretischen Aspekt auf die Formel, wo unser ganzes Leben als Verlauf des Triebfeder betrachtet wird. Unter diesem Aspekt wird die 12-gliedrige Formel als Reihe von Irrtum zu Alter und Tod gewusst. Der dritte Standpunkt hat den zeittheoretischen Aspekt auf den Formel, wo Samsara von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft betrachtet wird. Nach Kimura sei der zweite lebenstheoretische Standpunkt der, in dem der erste und der dritte Standpunkt aufgehoben worden seien. Deshalb müsste jener für den wichtigsten gehalten werden. Es liegt seiner eigenen Überzeugung zugrund, dass der Irrtum der ursprüngliche Boden nicht nur für die 12-gliedrige Formel, sondern auch für den ganzen Urbuddhismus sei und dass es das dunkle Prinzip für Buddhas religiöse Akt sei. Zweitens, Identifizierung der Avidyas und Tanha bei Kimura. Die Identifizierung Avidya-Irrtums in der 12-gliedrigen Formel mit Tanha-Begierde
in der Lehre von der vier Wahrheiten, in der obigen Interpretation Kimura's, ist auch charakteristisch. Nach Kimura sind die gliedrige Formel von Abhidhya und dieselbe von Tanha am fundamentalsten in den verschiedenen gliedrigen Formeln. Und die zwölfgliedrige Formel ist nichts anderes als eine Verbindungsform von beiden. Danach muss Tanha in der zwölfgliedrigen Formel zweideutig sein. Einerseits muss Tanha die Begierde in der Glieder von 8 bis 12 sein. Die Begierde als Ausgangspunkt der gliedrigen Formel von Tanha. Tanha als Ursprung derer Welt, das heißt der Entstehung des Leidens in der vier Wahrheiten. Andererseits muss Tanha die Begierde als ein Phänomen des Bewusstseins sein, das heißt als dieselben in der Glieder von 1 bis 8. Kurz gesagt kann Tanha in der zwölfgliedrigen Formel zweideutig, das heißt metaphysisch und phänomenologisch ausgelegt werden. Und wenn Tanha in der Lehre von der vier Wahrheiten als Ursprung der leeren Welt metaphysisch ausgelegt werden kann, kann man somit Abhidhya in der zwölfgliedrigen Formel mit Tanha in der Lehre von der vier Wahrheiten identifizieren. Dies bedeutet ferner, dass die zwei Begriffe Abhidhya und Tanha in der zwölfgliedrigen Formel materiell gleich seien, dass Abhidhya immer stets als solches bliebe, obwohl sich Abhidhya auf die Bildkräfte, das Bewusstsein, Namen und Formen und so weiter entwickelt. Und sofern Tanha als Ursprung der Welt und Begierde als das unter der Leiblichkeit bedingte eins und derselbe sind, kann man Tanha in der Kontinuität des Willens vernichten, wenn ein Individuum eine Askese durch den heiligen Wandel. Diese Idee entspricht der Schopenhauerischen Erlösungs. Ja. Drittens, was ist Kritik an Kimura? Was ist Abhidhya? Nachdem Kimura seine Interpretation vorgelegt hatte, wurde sie sofort Gegenstand der Kritik durch die drei oben genannten Wissenschaftler. Vasuji schreibt in seinem Aufsatz die zwölfgliedrige Formel des frühen Buddhismus. Zitat: Der Irrtum bedeutet nur Nichtwissen. Und darin gibt es keine Unklarheit der Bedeutung. Dies wird in allen Beispielen in der Sutras gezeigt und auch von Oldenburg betont. Der Grund, dass der Irrtum, wie die Maya in der späten brahmanischen Philosophie gesehen werden sollte, kann in der früheren Sutras nicht gefunden werden. Den Irrtum als den blinden Willen zu begreifen, ist nichts anderes als darin die Philosophie Schopenhauers zu finden, so dass der Irrtum für die Maya gehalten wird. In dieser Auslegung kann man keine Richtigkeit aufgrund der Sutras finden. Zitat Ende. Was sie, der den Irrtum als großes Nichtwissen bestimmt hat, fragt Ferner nach. Übrigens, was ist es, dass der Irrtum nicht weiß? Seine Antwort: die vornehmen Wahrheiten. Das Nichtwissen von den vornehmen Wahrheiten, wie den sogenannten vier Wahrheiten, heißt nach Vasuji der Irrtum. Zitat: Das Nichtwissen von der vornehmen Wahrheiten bedeutet dasselbe von allen Wahrheiten. Daher
ist es nichts anderes als an der Stelle des gewöhnlichen Menschen zu stehen, das heißt an natürlicher Stelle. Sofern man an der natürlichen Stelle steht, kann man keinen Irrtum kennen. Aber so wie dieser Gigant wird, ist er nicht mehr da. Dies ist als die logistische oder epistemologische Auslegung weitergehend bekannte Auslegung von Bazhuji, die sich eigentlich das aus der Auslegung Huis entwickelt hatte. Huis Auslegung wird wie folgt formuliert. Der Irrtum heißt das Nichtwissen des fundamentalen Gedankens Buddhas. Nach Kimura hatte Huis Aufsatz der Sinn der zwölfgliedrigen Formel gezeigt, dass die zwölfgliedrige Formel nur die logische Struktur des Geistes des Nichtwissens, des Nichtwissenden, das heißt des gewöhnlichen Menschen, von dem fundamentalen Gedanken Buddhas erklärt. Allerdings hat der Irrtum eine Seite des Nichtwissens, aber nur das. In Huis und Bazhujis Verständnis der zwölfgliedrigen Formel spiegelt sich für Kimura eine Tendenz zum Neukantianismus. Er schreibt, Zitat, falls der Begriff des Irrtums nur für das Nichtwissen, wie Herr Professor Huis betont, beschränkt wird, wird der Sinn der Beständigkeit der Formel nicht klar, die ganz unabhängig davon existiert, wie Buddha existiert. Der Irrtum nach dem Auftreten Buddhas lässt sich zwar durch die Auslegung des Nichtwissens der zwölfgliedrigen Formel erklären, aber derselbe vor seinem Auftreten nur durch das Nichtwissen nicht. Wenn der fundamentale Gedanke Buddhas für die von diesem Gedanke vertreten Wahrheiten gehalten werden kann und wenn der Irrtum das Nichtwissen von den Wahrheiten in diesem Sinne ist, gewinnt es zwar noch tiefere Bedeutung für den Irrtum. Aber das genügt noch nicht. Warum sind wir als gewöhnliche Menschen nicht in der Lage, die Wahrheiten zu greifen? Und was ist die Urkraft, die uns keine Wahrheiten verstehen lässt? Ohne auf diese Fragen antworten zu können, ist keine logistische Auslegung genügend. Ferner zog Professor Bazhuji schließlich eine erstaunliche Konsequenz. Der Irrtum wurde auf der zwölfgliedrigen Formel gestellt, um auch die Bildkräfte Sanskrit Sanskara als das Bedingte zu zeigen. Die Auslegung der zwölfgliedrigen Formel stammt von Professor Max Baresa, einem Schüler von Heinrich Wickelt aus dem 20. Jahrhundert, die dann von Professor Huis und Bazhuji, besonders dem Letzteren, vollendet wird. Zitat Ende. Eigentlich steht die Verfolgung der logischen Kette in keinem Zusammenhang mit der Zeit. Unsere Lebensprobleme selbst des Leidens ist unzeitlich gelöst, sobald der Irrtum als solcher gewusst wurde. In Wirklichkeit lässt aber der Irrtum uns durch die Lehre von Buddha als solchen gewusst werden. Eben darum muss der Irrtum vor Buddha, wie Kimura oben erwähnt, problematisiert werden. Zwar
sind die Auslegungen von Kimura und Batsuji gemeinsam füreinander im Hinblick darauf, dass in beiden Abhidhaya nicht unter dem Aspekt der Zeit betrachtet wird. Aber zwischen beiden gibt es einen Unterschied in der Bedeutung des Wortes zeitlos. Batsuji stellt Abhidhaya nur als ein logisches Postulat und Kimura es als ein allgemeines zeitloses Sein, wie folgend gezeigt. Und falls Abhidhaya auf einen epistemologischen Horizont zurückgeführt wird, das heißt, falls es so ausgelegt wird, dass Abhidhaya nicht mehr da ist, so wie es durch die Lehre Buddha gekannt würde, so stellt sich die Frage nach Abhidhaya vor Buddha. Dagegen umgreift der Standpunkt Kimuras die Vor-Nach-Frage Buddhas. Batsuji verneint den Einfluss von Varesa bzw. dem Neukantianismus und widersprach Kimura seine Position rechtfertigend. Trotzdem ist es leicht, in Batsujis Auslegung die Neigung zur kantischen Epistemologie zu finden. Das heißt, der Irrtum bei Batsuji und Ui ist, wie schon erwähnt, ein großer Grenzbegriff, der als Bedingung der ganzen zwölfgliedrigen Formel postuliert wurde. Allerdings fragte Batsuji nach dem Irrtum als Ursprung, das Nichtsein des Urgrundes sollte als solches erörtert werden. Aber diese Fragestellung ist eine unnötige, weil seine Auslegung für den Irrtum als Urgrund des menschlichen Lebens auf eine einzige Seite des Nichtwissens beschränkt. Zum Schluss postuliert Batsuji den Begriff der absoluten Lehre, Sanskrit gesagt Sunya, Ku, deren Lehre in keiner Religion Gautama Buddhas steht. Das Nichtsein des Urgrundes heißt die absolute Lehre desselben. Als Kimura im Jahre 1930 an einer Herzkrankheit starb, war die Auseinandersetzung aber noch nicht zu Ende gegangen, während die Auseinandersetzung von Jahren 1925 bis 1927 konzentrisch gemacht hatte. Aber die Interpreten der zwölfgliedrigen Formel bzw. des Irrtums nach Kimuras Tod sind der Auslegung von Ui und Batsuji weitergehend gefolgt. Diese wurde, wie am Anfang dieses Vortrags erwähnt, zu einer Orthodoxie in der japanischen akademischen Welt, ohne sie ausreichend zu prüfen, bis vor kurzem einige Kritiker der Auslegung von Batsuji und Ui aufgetreten sind. Zum Beispiel Takeshi Umehara, Koshiro, Tamaki, Shinichi, Tsuda und so weiter. Abschnitt 2 betrachten. Nach Takeshi Kimura, der Batsujis Auffassung über den Irrtum selbst für einen Irrtum hält, ist der Irrtum kein Nichtwissen. Der Irrtum, Zitat. Der Irrtum muss vom Nichtwissen unterschieden werden. Das Nichtwissen ist das nichtwissende Herz. Dagegen ist der Irrtum das nach etwas immer drängende Herz, obwohl es die Wahrheiten gewusst hat. Shinichi Tsuda, ein anderer Kritiker an Batsujis und Uis Auslegung, korrigiert den Hinweis Umeharas noch strenger. Der Irrtum ist das Nichtwissende und dazu, dass immer nach etwas drängend hält.
Daher existierte er nicht mehr, wenn er gewusst wird. Trotzdem existierte er immer stets. Eben darum muss er Schritt für Schritt durch den heiligen Wandel zu Bidya gewendet werden, nachdem das Herz die Wahrheiten gewusst hat. Im Unterschied zur Auslegung von Vasuji und Ui kann man bei Tsuda eine ontologische Auslegung des Abhidhaya finden. Diese ontologische Auslegung macht aber die epistemologische von Vasuji und Ui nicht zunichte, sondern umgreift sie vielmehr. Das heißt, Tsuda stimmt einerseits dem epistemologischen Aspekt zu, dass Abhidhaya nicht existiert, wenn er gewusst wird. Andererseits betont er die Ursprünglichkeit des Seins von Abhidhaya. Wenn diese ontologische Auslegung von Abhidhaya zutrifft, so kann auch die Identifizierung des blinden Bildes zum Leben in der schopenhauerischen Philosophie mit Abhidhaya gerechtfertigt werden, weil der Wille als Ding an sich auch ontologisch betrachtet werden kann. Die Welt ist die einerseits durch und durch Vorstellung, so andererseits durch und durch Wille, welcher das bezeichnet, was das Ding, Sein an sich jenes Dinges in der Welt und der alleinige Kern jeder erscheinen ist. Schopenhauer interessierte sich immer für den Buddhismus wie für die Upanishaden der Veden, besonders für die Begriffe Nirvana und Samsara. Aber das wissenschaftliche Niveau der Kenntnisse über indischen Denken im damaligen Europa war noch nicht hoch. Je älter Schopenhauer wurde, desto mehr hat er sich das indische Wissen erworben. Aber es ist undeutlich, ob Schopenhauer den buddhistischen Abhidhaya-Begriff selbst gekannt hat oder nicht. Man kann nur die folgenden Zitate aus dem hinduistischen Drama Padadora Chandrodaya finden. Unwissenheit ist die Quelle der Leidenschaften, die das Rad dieses sterblichen Daseins antreiben. Auch bezüglich des Begriffs Tanha kann Gleiches gesagt werden. Nur sein Wissen über Upadana, da hat Grasenab gesagt, das Streben zum Leben kann philologisch bestimmt werden. Sie haben sehr richtig das Wichtigste im Spencer Hardy herausgefunden. Upadana ist der Wille zum Leben. Karma ist der individuelle Wille ohne den Intellekt. Ist das, was als empirischer Charakter erscheint. Überhaupt ist die Übereinstimmung mit meiner Lehre wundervoll, zumal ich von 1814 bis 18 den ersten Band schrieb und von den Ahren noch nichts wusste, noch wissen konnte. Das ist ein Zitat von Schopenhauer. Trotz dieser damaligen Situation können wir doch der wesentlichen Übereinstimmung seines Denkens mit dem buddhistischen zustimmen, wovon Schopenhauer selbst mit Stolz gesprochen hat. Die letzte Stufe der schopenhauerischen Philosophie ist die Verneinung des Willens. Diese identifiziert er mit dem Nirvana im Buddhismus. Dies bedeutet auch, dass das bei beiden das Materiale übereinstimmt, was verneint und gewendet werden soll.
Das sind der blinde Wille zum Leben und Avidya. Das heißt, die Verneinung des Willens mit dem Nirvana zu identifizieren, bedeutet, dass Schopenhauer Avidya, den metaphysischen Irrtum materielle Annahme, obwohl er Avidya als Begriff nicht kannte und dass sein eigenes Denken auch eine Auslegung des Urbuddhismus wäre. Abschnitt 3. Interpretation Anesakis als Hintergrund. Von dieser Auslegung bekam Kimura seine starke Inspiration. Aber für seine von Schopenhauer geprägten Auslegung über den Buddhismus war direkt hilfreich die Buddhismusinterpretation von Masaharu Anesaki. Nach dem Aufenthalt in Europa hat Anesaki, Schüler von zwei Schopenhauerianern, Raphael von Köber und Paul Deussen, mit zwei wichtigen Schriften in Tokio veröffentlicht. Das heißt, über Buddhismus und Übersetzung von die Welt als Willensvorstellung. Anesaki redet in seiner Schrift über Buddhismus, Zitat, der Urtriebfeder des Lebens entwickelt sich zu den Gier. Die Gier werden auf Tanha zurückgeführt. Es entspricht dem Willen bei Schopenhauer. Avidya wird Tanha. Durch Tanha missversteht man diese vergängliche Welt für die unvergängliche. In dieser Interpretation kann man nicht nur die Identifizierung des Begierde Tanha mit dem Willen bei Schopenhauer, sondern auch dieselbe des Egotum Avidya mit dem Begierde Tanha schon finden. In der Tat, die Vorrede von der Gedanke des früheren Buddhismus Kimuras betrachtet, ist zweifellos der Einfluss von Anesaki auf Kimura. Insbesondere Urbuddhismus Anesakis erwähnt Kimura vielmals dort. Trotzdem hat man in der japanischen Akademie jene Interpretation über Avidya und Tanha, die jene Auseinandersetzung hervorrief, nur für Ergebnis von Kimura gehalten. Ein Epilog vom Gesichtspunkt des universalen Denkens aus. Als Schopenhauer die Kehrung seines Gedankens konzipiert hat, hatte er keine reichen Kenntnisse im Buddhismus. Daher ist sein Gedanke nicht als die direkte Interpretation des Buddhismus dargestellt. Es ist erstaunlich, dass solcher Gedanke einen hilfreichen Hinweis für den von Urtext ausgelegten modernen Verständnis des Buddhismus gab. Das nicht als die Interpretation des Buddhismus es vielmehr vorgestellt hat, und dass es die Philosophie aufgrund der Betrachtung des Lebens selbst, wie Gautama Buddhas war, könnte zur modernen Interpretation des Buddhismus beitragen. Kurz gesagt, haben wir ins Beispiel der japanischen lokalen Auseinandersetzung um die zwölfgliedrigen Formen ein universales Denken eingesehen, das die Schopenhauerische Philosophie zeigt. Allerdings hat jeder große Denker etwas Universales, aber seine Denk- und Darstellungsweise wird von seiner Epoche und seinem Gebiet immer beschränkt. Was in der Schopenhauerischen Philosophie universaler als in der anderen sei, ist die Lehre selbst zum Wesen des Lebens nicht Methode und Darstellungsweise. Durch den Inhalt seiner Lehre überwindet die Philosophie Schopenhauers sowohl den den Unterschied zwischen den Jahrhunderten als derselben zwischen dem
Westen und dem Osten. Deshalb hat seine Philosophie nicht sowohl die gegenwärtige Bedeutung als vielmehr die universale viel. Wir kennen uns so unmöglich von Schopenhauer entfernt, wie die japanische moderne Avidya-Interpretation. Denn wir sehen ihn als Leidende und Leidensgenossen und nicht nur in der ablehnenden Hoheit des Genius. Eben dieses Wort Nietzsches deckt das Geheimnis der Universalität auf, die uns bei Schopenhauer bleiben lässt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Sehr herzlichen Dank, Dr. Takahashi, für den wunderschönen Vortrag. Ich glaube, wir können jetzt mit den Fragen anfangen. Eu agradeci de coração ao professor Takahashi pela fantástica conferência e abri então a oportunidade para as perguntas. Desculpa, professor Jacó, eu acho que você tem que tirar o compartilhamento de tela. Não está comigo, está com o professor Takahashi ou com o Eduardo. Ah, então explica para ele, por favor. Eduardo. Há uma pergunta do Thomas. Yeah, das erste Bild ist ganz tafel von Kontroverse. Mein Vortragsinhalt ist ein bisschen kompliziert. Ne? Ja, deswegen habe ich den Tafel geschrieben. Das ist ganz ein bisschen einfacher als Sätze, mein Vortrag. Ja. Do lado direito estão alguns conceitos que ele usou na conferência, como, por exemplo, avidya e tanha, e outros que vocês podem ver do lado esquerdo aí, como avidya como erro ou não saber, e tanha enquanto desejo ou apego, também como cobiça. Conhecimento, yeah. Eduardo? Eduardo, mais algum outro esclarecimento que eu possa dar? Não, eu acho que agora a gente pode passar para as questões. Seria, não sei se o professor Takahashi não, ainda precisa compartilhar a tela dele. Seria bom parar o compartilhamento, né? É isso que eu quero. Darf ich eine Frage stellen? Ja, bitte. Ja, Sie können auch mit Chat schreiben. Die Frage. Frage. Professor Takahashi. Professor Takahashi, bitte, den Text wieder zu schließen. Ja. Damit Sie Ihren Vortrag, den Text, dieser Share Screen wieder zumachen. Ja. So, welche Seite möchten Sie? Ich glaube, zumachen. Zumachen? Ja, bitte. Ja. You stop the sharing of video. Thank you.
Vielen Dank. In Grüne. Ich kann die Frage ja schon einmal stellen, wenn ich darf. I can stop the sharing. I will do that, okay? Ah. Wunderbar. All right. Sehr schön. Ja, Professor Takahashi, es war eine große Freude und ein... Schon wieder ist das Bild zu sehen. Moment, bitte. Okay. Ja. Es war mir eine große Freude, Sie zu hören und Ihren Ausführungen auch mich zuzuwenden. Es ist wirklich außerordentlich interessant, was Sie über diese Tradition im Hintergrund des Avidya-Begriffs erzählt haben. Und ich habe eine Frage, wie sich dieser Avidya-Begriff jetzt zu Schopenhauer verhält, und zwar insbesondere zu Schopenhauers Satz vom Grund. Ich habe den Eindruck, dass Schopenhauers Satz vom Grund eine gewisse Ähnlichkeit aufweist, weil nämlich der Satz vom Grund auch Wissen produziert, das aber kein Wissen vom Wesen ist. Das Wissen, das der Satz vom Grund uns zur Verfügung stellt, ist das Wissen für den Alltag und für die Wissenschaft. Aber Schopenhauer sagt im ersten Buch des Hauptwerks, die Wissenschaft trifft nicht das Herz der Dinge. Insofern ist eigentlich der Satz vom Grund ein Prinzip, das uns von der Realität oder von dem Wesen wegführt. Und er sagt auch sehr deutlich in der Vorlesung über die Theorie des Vorstellens von 1820, dass wir den Satz vom Grund eigentlich mit einem Irrealitätsprinzip vergleichen können. Insofern scheint es mir eine gewisse Ähnlichkeit zu geben zwischen Avidya als Nichtwissen vom Wesen und dem Satz vom Grund, der aber erstaunlicherweise für uns das Prinzip und, wie Schopenhauer sagt, die Mutter der Wissenschaft ist. Problematisch ist das Ganze dadurch meines Erachtens, dass Avidya die Negation im Wort hat, was für den Satz vom Grund natürlich nicht gilt, weshalb wir heute auch felsenfest davon überzeugt sind, dass nur die Wissenschaft, die auf dem Satz vom Grund fußt, uns Wissen bieten kann. Alles andere ist nicht in der Lage, weder die Kunst noch das Gefühl oder irgendwelche anderen Dinge. Wie sehen Sie dieses Verhältnis von Avidya zum Satz vom Grund? Eduardo, eu posso fazer a tradução, se você quiser. Por favor, Oswaldo. Referência, ele considerou extremo substanciosa. Então, ele pergunta ao professor. Kann ich ein bisschen antworten für Thomas Regeri? Ich zuerst die Frage auf Portugiesisch übersetzen, dann können Sie das auf Deutsch machen. Darf ich das machen? Danke. Então, kann ich ein bisschen antworten? Herr Professor Jacoia. Kann ich ein bisschen? Ja, gut. Herr Regeri, Professor Regeri. Ja, nach meiner Meinung gilt Satz vom Grund im Buddhismus auf zwölf gliedrige Formen und Avidya gilt. Avidya ist eigentlich außer zwölf gliedrige Formen.
Ja, deswegen, ja, in Schopenhauerischen Philosophie gesagt, ist der Abidya Leben, Willens zum Leben. Ja, deswegen, deswegen gilt Grund von Satz ist ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich, ja. So, so ja, das ist mein Verständnis. Posso fazer a tradução, Eduardo? Para Oswaldo. Então, o professor Hegel perguntou a ele, depois de cumprimentá-lo pela conferência, se ele via alguma relação entre a Vidya e o princípio de razão suficiente em Schopenhauer. Uma vez que o princípio de razão suficiente é o princípio que está na base de todo conhecimento científico, mas, embora esteja na base de toda ciência, é um princípio que não diz respeito ao que é essencial, à essência. Diz respeito apenas àquilo que nós podemos conhecer externamente à essência. Mas que, a despeito de que o princípio de razão suficiente não nos permite um conhecimento do essencial, ele, de alguma maneira, remete para aquilo que é essencial, e neste sentido, então, o princípio de razão suficiente seria um princípio de não conhecimento do essencial. E neste sentido, como não conhecimento do essencial, embora seja um princípio do conhecimento científico e do conhecimento, digamos, em geral, e poderia haver uma relação também com a Vidya, no sentido em que a Vidya contém um prefixo negativo, a negação, o não. Portanto, o princípio de razão suficiente seria um princípio de razão do conhecimento e, ao mesmo tempo, não conhecimento do essencial. E ele queria saber o que é que o professor Takahashi pensaria a respeito desta aproximação possível. A resposta do professor Takahashi é que, do ponto de vista dele, o princípio de razão suficiente não está ligado propriamente à Vidya, mas justamente aos 12 passos de explicação, aos 12 graus de explicação, tal como aparece na interpretação budista, enquanto que Schopenhauer relaciona a Vidya com a vontade de viver, com a vontade de vida, e ele não vê, portanto, uma relação entre o princípio de razão suficiente e a Vidya, porque, para ele, o princípio de razão suficiente está mais ligado a este princípio explicativo da doutrina dos 12 passos do que propriamente a Vidya. Können Sie, Herr Professor Jagoya, können Sie übersetzen, was Sie gesagt haben jetzt? Auf Deutsch. Sie meinen Tanha Begierde. Uhum. Então, número 8 aqui, né? Tanha Begierde significa, então, Tanha seria desejo, também cobiça, né? E é equívoco, uhum, tanto como origem do mundo real. Ele significa tanto a cobiça, o apego, o desejo, quanto significa também a origem do mundo real nas quatro nobres verdades do budismo. Ich glaube, ich habe die Übersetzung richtig gemacht, Professor Takahashi. Das hoffe ich.
Dr. Hegeli, Sie können auch dabei helfen, wenn Sie wollen. Vielen Dank für die Antwort und vielen Dank für die Übersetzung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob tatsächlich die beiden Sachen so wenig zusammengehören. Also das Avidya außerhalb der zwölfgliedrigen Formel zu sehen ist, wenn wir es auf Schopenhauer beziehen. Denn das Interessante ist ja bei Schopenhauer, dass der Satz vom Grund mehr oder weniger ein Instrument ist, mehr oder weniger ein Täuschungsmittel des Weltwillens, um etwas zu erreichen, und dass dieses Instrument nicht nur Instrument ist, sondern auch zur Erlösung genutzt werden kann. Insofern auch ganz andere Aspekte des Nichtwissens aktualisieren kann. Insofern würde ich es nicht so auseinanderziehen, sondern versuchen, mit Schopenhauer den Zusammenhang etwas stärker zu betonen. Aber das ist meine Zugehensweise. Ja, vielen Dank für Ihr Kommentar. Danke. Professor Hegeli afirma que agradece a resposta do professor Takahashi, mas ele não vê uma diferenciação muito grande, ele vê também o princípio de razão suficiente como algo instrumental, como também alguma coisa que, além desta doutrina dos 12 passos de explicação, permitiria compreender alguma coisa de essencial, e neste sentido seria também um meio para a libertação, emancipação, redenção. No sentido schopenhaueriano do termo. Professor Takahashi, ich habe eine Frage an Sie. Ja, bitte. Und zwar zunächst sehr herzliche Komplimente für Ihren Vortrag. Es war wirklich toll. Meine Frage ist, ich beziehe mich jetzt auf eine andere Tradition, lassen wir so sagen. Und zwar die Kyoto-Schule. Es gibt auch eine Interpretation von Schopenhauer von Seiten der Kyoto-Schule, insbesondere von Nishida und Nishitani, auch von Hisamatsu, die sich an Dogen anschließen. Wie sehen Sie denn auch diese andere sozusagen Seite von der japanischen Tradition des Buddhismus und ihre Beziehung zu Schopenhauer? Sie haben Ihren Vortrag mit einem Hinweis auf Nietzsche geschlossen. Und ich erinnere mich, dass sowohl Hisamatsu auch als Nishitani sagen, dass für ein junger Japaner in der damaligen Zeit eine Nietzsche- und Schopenhauer-Lektüre wesentliche sei. Ich möchte Sie darüber hören. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr gute Frage, so glaube ich. Ja, heute mein Vortrag, Thema des Ziels, Tokyota-Schule, ne? Nicht Kyoto, Tokyota-Schule. Tokyota-Schule, Thema des Ziels, immer zwölfgliedrige Formel im Buddhismus. Wie Dr. Regeri gesagt, Satz von Gründe, genau. Und Willen, und sie Thema des Tokyota-Schule, Thema des Ziels, immer Willen, selbst Willen, Begriff Willen selbst, ja. Aber Kyoto-Schule, die Kyoto-Schule Thema Ziels immer viel mehr Erlösungslehre von Schopenhauer, zum Beispiel Erleidungswillen, genau. Ja. Das Aspekt ist ganz unterschiedlich zwischen Kyoto-Schule und Tokyo-Schule. Ja, jetzt kann ich nicht ausführlich erklären, aber ja, das ist ein ganz interessantes Hinweis, so glaube ich. Vielen Dank. Eu perguntei ao professor Takahashi que há, além da tradição a que ele se referiu, uma outra tradição de recepção de Schopenhauer no Japão em relação ao budismo, que é a tradição da escola de Kyoto.
E citei alguns representantes da escola de Kyoto, enfatizando como eles valorizavam a filosofia de Schopenhauer. E o professor Takahashi me respondeu que ele considera isso também muito importante, mas que ele falou mais a respeito de uma tradição que remonta à escola de Tóquio e não à escola de Kyoto, enquanto que na escola de Tóquio o problema da vontade desempenhava uma função essencial, na escola de Kyoto o acento era posto mais sobre o aspecto, soteriológico e redentorista do pensamento de Schopenhauer, mas que ele acha também uma tradição bastante importante. Vielen Dank. Bem, Oswaldo, eu acho que nós não temos mais questões no chat, pelo menos. Pelo menos dois que se anunciaram. Matheus. Professor Kossler. Não, professor Kossler saiu. Matheus Silva. Ah, então eu não vi, desculpem. Acho que é uma do professor Kossler e uma do Matheus Silva. Ah, tá. Então se anunciaram para você, né? Desculpe, então, Oswaldo. Eu entendi que o professor Kossler tinha que se ausentar para ir dar aula. Sim, ele mandou um recado aqui. É, exatamente. E tem a pergunta do Matheus, só. Viu, Eduardo? Sim, claro. Ah, bom. O Kossler não tem uma pergunta, ele tem um recadinho para todos. Uma mensagem. Ah, sim, é só a pergunta do Matheus. A pergunta do Matheus eu não consigo ver aqui, Eduardo. Eu poderia fazer, porque assim eu apareço aqui para o professor Takahashi, e se o senhor puder me ajudar, professor Jacóia, eu fico muito agradecido. Primeiramente, eu gostaria que o senhor transmitisse a ele a minha satisfação em ouvir a excelente comunicação dele e o meu prazer em conhecê-lo. E eu gostaria de saber também, a pergunta é, aproveitando esses paralelos que ele fez entre a filosofia de Schopenhauer e a tradição oriental, se ele enxerga paralelos entre o raciocínio por analogia da seção 19 com uma certa tradição dos Upanishads. E a minha base para perguntar isso é um texto do professor David Silberman, que interpreta que nos Upanishads haveria por esse recurso, analogia, uma tentativa de rechaçar a ideia de que o mundo inteiro se resume ao eu ou é algo que é meu apenas. E talvez isso tenha relação com o que Schopenhauer chama de egoísmo teórico e que ele talvez quisesse afastar com a analogia. Gostaria de saber do professor Takahashi se ele enxerga alguns paralelos ou ao menos apontar algumas diretrizes para a gente fazer essa relação. Muito obrigado. Professor Matheus Silva aus Brasilien fragt Sie, ob Sie irgendeine Beziehung zwischen Analogie, dem Gedanken der Analogie und den Upanishads sehen. Und er sagt, aufgrund von einem Buch, das er gelesen hat, dass es doch diese Beziehung zwischen dem Denken der Analogie und dem Upanishads gäbe. Und zwar unter diesem Aspekt, wenn die ganze Welt auf das Subjekt bezogen wird, dann das würde so etwas wie theoretischer Egoismus bedeuten. Und Schopenhauer würde diese Art von Egoismus vermeiden, indem er dieser Analogie als Hilfsmittel oder Methode benutzt, um eine Brücke zwischen Subjekt und Welt darüber. Oh.
Computer funktioniert nicht jetzt. Ich kann nicht zuhören, was Sie gesagt haben. Er sagte, Schopenhauer würde dann dieser theoretischen Egoismus vermeiden, wenn er dann mittels der Analogie eine Brücke zwischen dem Subjekt und der Welt wiederherstellen könnte. Ja. Er fragt, was Sie darüber meinen. Sehr ganz theoretische und schwierige Probleme ist das für mich auch. Ich weiß nicht, in Upanishaden-Philosophie gibt es theoretischer Egoismus gibt oder nicht. Ich weiß nicht darüber. Jetzt kann ich sofort nicht antworten Ihre Anfrage. Ele considera esse problema extremamente difícil, problema difícil do ponto de vista da teoria do conhecimento, sobre o qual ele não trabalhou, portanto, ele se desculpa de não poder lhe oferecer uma resposta, Matheus. Aber Ihre Frage ist sehr wichtig. Darüber möchte ich noch mehr überdenken. Mas, no entanto, a sua pergunta é muito importante e ele gostaria de refletir a esse respeito daqui para frente. Danke, Professor Takahashi. Danke, Professor Jetzt kann ich nicht so voll erklären. Das ist ein sehr schwieriges Problem. Ist Ihre Spezialität Vedas-Philosophie oder Schopenhauer-Philosophie? Herr Professor, wie heißt er? Matheus. Ele me perguntou sobre se essa é a minha especialidade. Eu respondo mais uma vez em português, peço desculpas, e se o senhor puder ajudar com a comunicação. Eu iniciei essa pesquisa sobre o argumento por analogia em pesquisa de mestrado, e eu resolvi abordar a analogia de um ponto de vista de uma teoria retórica, mas até onde eu avancei com a argumentação analógica desse ponto de vista da teoria do conhecimento e da suposta influência da tradição oriental nesse aspecto da analogia, o contraponto a que eu pude chegar foi justamente que haveria uma relação muito forte de semelhança entre o modo como a analogia se dá nos Upanishads e o modo como Schopenhauer tenta evitar o egoísmo teórico. E a minha fonte para isso é o David Silberman. Eu vou colar aqui no chat a referência a ele. E aí o senhor transmite que essa foi a minha fonte para estabelecer o paralelo. É um livro sobre analogia no pensamento ocidental e oriental. É isso. Enquanto o senhor, por favor, transmite, eu coloco no chat a referência para o professor Takahashi conferir. Professor Takahashi, professor Matheus erklärt, dass er dieses Thema der Analogie als Thema von der Forschung zunächst von seiner Magisterarbeit, Ach so. dann,
dann hat er weiterentwickelt und aufgrund einem Buch von David Silberman hat er dann sozusagen zu dem Schluss gekommen, dass es so sehr viele Ähnlichkeiten bestehen. Ja. Ja, Ähnlichkeiten. Ich wiederhole dann. Ne? Ja, okay. Ja, haben Sie verstanden? Ja, ja, ich kann vielleicht halbes ja, verstehen. Ja, ja, Ähnlichkeit, die Ähnlichkeiten mit zwischen Vedas Philosophie und Schopenhauer. Bezüglich theoretischer Egoismus. Ja. Professor Takahashi está de acordo com isso. Ja, vielen Dank, Professor Matheus. Danke, vielen Dank, Professor Takahashi. Bem, eu acho que agora encerraram as questões, né? Então acho que a gente precisa terminar para começar a próxima palestra, professor Fábio Tirati. Professor Takahashi, vielen Dank für Ihr Vortrag. Ah, bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank, Pierre. Vielen Dank, Oswaldo, für die Besetzung. Besten Dank, Professor Takahashi. Herr Professor Jacoya, vielen Dank für die Übersetzung. Vielen Dank. Gern gemacht. Bom, então agora a gente vai encerrar rapidamente para começar na sequência a próxima palestra do professor Fábio Tirati. Então, até já.